Tom's Talktime, Folge 558. Dass ich eher die Dinge bereuen werde, die ich nicht tue, als die Dinge, die ich tue. TomsTalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem immergrünen Washington State hier im hohen Nordwesten der USA und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in die alte Heimat, genauer gesagt nach München. Bei mir im Interview ist heute die Birgit Engert. Birgit, schön, dass du dabei bist. Hi Tom, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Birgit, du hast dir ein ganz wichtiges Thema auf die Fahnen geschrieben und darin bist du Expertin und hast dich auch selbstständig gemacht. Und zwar geht es um das Thema Ernährung. Und zwar jetzt nicht einfach nur als in Anführungsstrichen normaler Ernährungscoach, sondern du hast dir ganz bestimmte Themen rausgesucht, weil du auch festgestellt hast, dass immer mehr insbesondere Frauen, wobei mittlerweile sind es wahrscheinlich auch immer mehr Männer, die dieses Problem haben, das Thema Essstörungen auf dem Plan steht. Und da gibt es ja wirklich die wildesten und härtesten Geschichten von, was weiß ich, Bulimie, Magersucht und. Ich glaube, das sind Themen, die heutzutage mittlerweile jeder von schon mal gehört hat oder wahrscheinlich sogar zumindest indirekt betroffen ist, irgendwie über einen entfernten Verwandten oder Bekanntenkreis kennt man fast immer jemanden, der unter diesen Problemen leidet. Und du hilfst im Endeffekt Menschen, die ein gestörtes Essverhältnis haben, wieder zurück zu ihrem, ja, zu einem gesunden Essverhältnis, um wieder auf den Körper zu hören und hast dort einige Tools und Tricks, die du halt anwendest und bist da recht erfolgreich. Des Weiteren bist du noch Podcast-Kollegin mit einem ganz frischen Podcast, was ich auch gerade erst erfahren habe, mit dem Happy Talk. Genau, und du hast auch verschiedene Kurse, alles in diesem Bereich. Aber da denke ich mal, werden wir noch drüber sprechen. Ist das so als Überblick über dich richtig gewesen? Ja, das kommt ganz gut hin. Okay, cool. Aber das war natürlich wirklich nur ein kleiner Überblick. Erzähl selber nochmal kurz was über dich, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht erst kurz was Privates. Wer ist die Birgit privat? Und dann anschließend nochmal was über dein Business, wie du dazu gekommen bist und was du genau machst und so weiter. Ja, gerne. Also ich bin die Birgit, ich komme aus München und ich habe mich vor 4 Jahren selbstständig gemacht als Ernährungscoach, weil ich selber jahrelang an mir herumexperimentiert habe, was meine Figur betrifft, was meinen Körper betrifft, was mein Essverhalten betrifft und habe für mich selber herausgefunden, dass es einfach keine Diät gibt, die dieses Problem lösen kann, sondern dass es einfach eine Einstellungssache ist. Und ich habe früher lange im Marketing gearbeitet, habe ursprünglich BWL studiert und habe aber immer mit diesem Gedanken gespielt, irgendwann mal in Richtung Ernährung zu gehen, weil es mich einfach total bewegt hat. Ja. Und vor 4 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, um anderen Menschen einfach zu helfen, aus dieser Situation, die ich von damals kannte, rauszukommen. Und habe mir das jetzt auf die Fahne geschrieben, genauso wie du es gesagt hast. Mhm, privat unterscheidet mich, ehrlich gesagt, heute gar nicht mehr so viel von der Business-Birgit, weil ich einfach leidenschaftlich gerne das mache, was ich mache. Und ich einfach das zu meinem Job gemacht habe, was mein Leben war und was mich jahrelang beschäftigt hat. Das heißt, du bist selber auch durch so Thema gestörtes Essverhalten gegangen, oder? Ja, genau. Also es war nicht so extrem, dass ich irgendeine wirkliche Krankheit hatte. Also ich war jetzt nicht krankhaft, hatte keine Bulimie oder auch keine Magersucht, aber ich hatte schon sehr stark damit zu kämpfen, was mein Essverhalten anging. Also ich habe entweder gar nichts mehr gegessen oder viel zu viel. Ich habe alles mit Sport ausgeglichen und ich konnte einfach nicht entspannt essen und unbeschwert essen, so wie ich das heute kann. Also ich konnte Essen angucken, habe zugenommen. Ich glaube, das Thema kennen viele. Und war einfach, wenn ich zu viel gegessen habe, sofort stand ich unter Druck und dachte, ich muss jetzt sofort wieder Sport machen und hatte einfach keinen wirklichen Rhythmus und keinen Ausgleich, der das zumindest im Kopf nicht. Glaubst du oder hast du festgestellt, dass auch mehr dieses Thema jetzt gekommen ist mit Ernährungsstörungen oder Essstörungen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist nicht so, dass die Menschen sich wirklich als gestört im Hinblick auf ihre Ernährung bezeichnen würden. Aber wenn ich mir anschaue, was so im Internet kursiert, was in verschiedenen Zeitschriften kursiert, würde ich fast sagen, dass wirklich 80-90% aller Frauen schon fast essgestört sind. Zwar nicht in einem Extrem,
aber sie haben kein normales Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und versuchen einfach immer, sich irgendwas zu verbieten, machen wieder eine neue Diät, folgen einem Trend nach dem anderen. Und das, finde ich, kann man eigentlich schon als nicht ganz normal einstufen. Und zudem gibt es einfach einen Ernährungstrend nach dem anderen, den wirklich viele immer mal wieder mitmachen. Also das Thema Low Carb ist ein ganz großes, Paleo, intermittierendes Fasten, so auf Deutsch ist einfach. Ja. Ja. Und jeder, der da so gegen diesen natürlichen Instinkt arbeitet und sich an irgendeinen dieser Trends hält, hat meiner Ansicht nach, wenn er das lange macht, schon ein Problem. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Also das habe ich auch mitgekriegt. Eine Bekannte von mir, die ist auch sehr tief in diesem Thema drin. Also sie war auch schwer essgestört, also wirklich krankhaft. Und sie hatte auch so ein Selbsthilfe, ja, Community aufgebaut. Und was ich da dann so, wenn ich mit ihr telefoniere, beziehungsweise Skype, so mitbekomme, wenn wir darüber sprechen, wie viele Frauen und mittlerweile auch wie viele Männer das sind, die wirklich echte Probleme haben und wirklich, wo es hingeht, wirklich in die ganz krassen Sachen wie Bulimie und Magersucht, wo man sich denkt, Wahnsinn, wie du schon gesagt hast, 80-90%, glaube ich mittlerweile auch fast, dass es so viele sind, die echt ein gestörtes Verhältnis haben. Ja, das fängt ja schon damit an, dass eigentlich niemand mit sich selbst zufrieden ist. Genau. Wenn man da mal eine Umfrage machen würde, wer wirklich zufrieden mit seinem Aussehen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass so viel positive Rückmeldung kommt. Mal ganz ehrlich, wie auch? Ich meine, wenn du eine Zeitschrift aufschlägst, und das ist jetzt völlig egal, ob es eine Männer- oder eine Frauenzeitschrift ist, wenn ich Männer sehe, rein aus den Medien, da ist mein Bild, jeder Mann hat ein Sixpack, hat irgendwie Oberarme mit einem halben Meter Durchmesser und einen Stirn. Ja, genau. Und bei Frauen, da sieht jede aus wie das absolute Topmodel. Aber das ist halt einfach nicht so, ne? Das, genau. Aber es wird uns suggeriert. Ja. Ja. Was kann man denn dagegen machen, um wieder so ein gesundes Verhältnis zu sich selbst und zu seinem Körper zu kriegen? Woran liegt das? Sind das wirklich einfach nur diese äußeren Eindrücke über die Medien oder haben wir da selbst irgendwas verinnerlicht, wo wir sagen, oh Gott, alles scheiße? Also es kommt ganz drauf an. Ich würde sagen, es ist bei jedem unterschiedlich. Manche bekommen das schon in der Kindheit mit von ihren Eltern, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie vielleicht irgendwie anders sind als andere. Manche Eltern, die übergewichtig sind, haben auch Angst, dass ihre Kinder übergewichtig sind und geben denen da schon ein verschobenes Verhältnis zum Essen mit. Mhm. Und das kann schon während der Schwangerschaft anfangen. Andere finden sich irgendwann zu dick, weil sie zu viel Topmodels geguckt haben und fangen dann irgendeine Diät an und machen sich selber den Druck. Und also es kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, wo das herkommt. Und es hilft einfach nur bei denjenigen, also auch bei meinen Kunden mache ich das so, dieses Vertrauen zu sich selbst wieder aufzubauen. Einfach wieder ein bisschen Abstand von der ganzen Außenwelt zu gewinnen, sich wieder mehr auf das eigentliche Ich konzentrieren, wieder bewusster zu leben und einfach auch mehr für sich selbst zu tun, sich einfach mal Ruhe zu gönnen und nicht diesem stressigen Alltag hinterher zu hetzen und diesem Zwang immer in der Geschwindigkeit mitmachen zu können, die von einem gefordert wird, sondern dass man durch einfach mal einen Schritt zurückgeht, sich wieder ein bisschen mehr besinnt auf sich selbst, wieder mehr auf seine Signale achtet und einfach bewusster durch den Tag geht und das nicht nur, was das Essen betrifft, sondern wirklich das Gesamtheitliche. Ich glaube auch das Thema Bewusstsein oder sich selbst bewusst werden über bestimmte Dinge, das ist nicht ganz unwichtig, weil wenn man mal so die Menschen beobachtet, auch hier in den USA fällt mir das auch extrem auf, wie viele Leute einfach unterwegs essen. Da wird alles to go mitgenommen, egal ob es der Kaffee ist oder ob es dann irgendwie ein Sandwich ist. Man ist unterwegs, ist schnell im Auto, auf dem Weg zum nächsten Termin, aber so dieses bewusst sich hinsetzen und wirklich nur Essen zu tun in diesem Moment, das macht ja, ich glaube, das sind wenige Leute mittlerweile. Genau, das geht leider total verloren, aber es ist unglaublich wichtig, um einfach wieder wahrzunehmen, wann bin ich überhaupt satt. Mhm. Und auch Hunger ist so eine Sache. Ich gebe ab und zu auch Seminare in Firmen und ich frage da immer, wer das letzte Mal Hunger gespürt hat oder wann, wer überhaupt noch Hunger spürt. Von 30 Menschen meldet sich höchstens einer.
was ich auch echt erschreckend finde. Also ich habe jeden Morgen Hunger und mehrmals am Tag und ich freue mich dann richtig auf was zu essen. Und ich kann es mir echt nicht mehr vorstellen, wie es ist, wenn man den ganzen Tag keinen Hunger hat und entweder nur isst, weil es einem gerade angeboten wird oder weil irgendwas rumsteht oder es riecht gerade gut oder was auch immer die Gründe sind. Ja. Aber einfach immer nur essen und dann immer nur unterwegs essen und was halt gerade da ist, das macht so überhaupt keinen Spaß, finde ich. Weil Essen ist ja eigentlich was wirklich sehr Schönes und was Emotionales, was einem total glücklich macht. Und es geht irgendwie ein bisschen verloren, dieser Genuss. Ja, und vor allen Dingen, ich finde, Essen ist auch eigentlich ein soziales Event, um es mal jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt zu sagen. Weil wenn ich mich mal so an meine Kindheit und Jugend erinnere, das war halt immer klar, die Familie hat einfach gemeinsam gegessen. Man saß zusammen am Tisch, hat gewartet, bis jeder dann auch wirklich da war. Und man hat gemeinsam angefangen. Und da lief halt weder ein Fernseher nebenbei noch irgendwie Musik, sondern man hat gegessen und hat miteinander geredet. Das war wirklich Familienzeit. Ja, es war wirklich wie ein kleines Event immer. Und das fand ich halt unheimlich schön und finde es halt immer noch schön, wenn man einfach diese Zeit hat, die man da mit Freunden und Familie verbringen kann. Genau. Ist auch unglaublich wichtig, gerade für Kinder, dass die diese Erlebnisse noch haben. Wie gehst du denn jetzt bei solchen Sachen vor? Also angenommen, ich komme jetzt zu dir und sag du, Birgit, ich, keine Ahnung, ich esse zu viel, ich esse zu wenig, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, was auch immer. Was machst du mit mir? Also als allererstes schaue ich mir mal an, wie es wirklich ist. Denn die subjektive Einschätzung ist ja immer das eine. Die meisten denken, sie essen zu viel, die meisten meiner Kunden essen dann aber in Wirklichkeit zu wenig. Das heißt, wir schauen uns erstmal das Essverhalten an, wie es wirklich ausschaut. Und oft kommt auch bei denen, die meinen, sie essen gar nicht so viel und sie essen eigentlich gesund, kommen dann viele so unbewusste Zwischenmahlzeiten dazu. Mhm. Bei denen, die meinen, sie essen viel zu viel, kommt dann ans Licht, dass sie eigentlich fast gar nichts essen. Mhm. Also das ist so ganz unterschiedlich und meistens eine totale Fehleinschätzung. Mhm. Ich mache zusätzlich noch eine Bioimpedanzanalyse mit den Kunden, um zu gucken, wie ist der Körper wirklich zusammengesetzt, wie viel Fett, wie viel Muskelmasse, wie viel Wasser ist im Körper und wo vor allem sitzt das Wasser, an welchen Stellen, so dass man einschätzen kann, auch wie gut der Stoffwechsel funktioniert. Und ich mache mit meinen Kunden auch Sport. Mhm. Am Anfang ist es alles immer erst so mal die Analyse, die Aufnahme und wir gucken, in welcher Pulsfrequenz der Kunde am besten trainieren sollte, um möglichst die Grundlage aufzubauen und den Fettstoffwechsel anzukurbeln. Mhm. Und das beobachte ich dann erstmal so ein, zwei Wochen. Der Kunde berichtet an mich, wir sehen uns regelmäßig und besprechen dann einfach, was lief gut, was lief schlecht. Und ich entwickle erstmal so ein Gefühl für den Kunden, um zu sehen, wie sieht es wirklich aus, was steckt dahinter, hinter dem, was er mir erzählt und wo sind so die eigentlichen Probleme. Und dann geht es weiter, dass ich mir wirklich sehr individuell angucke, wo der Ursprung eigentlich ist. Also ich gehe tief ins Gespräch und wir unterhalten uns viel. Die Kunden bekommen aber auch verschiedene Aufgaben, Meditationen, Bewusstseinsübungen mit an die Hand, die sie auch zu Hause machen können, so dass wir einfach der Ursache von dem Ganzen auf die Spur kommen, weil man isst nicht einfach zu viel, weil es gut schmeckt. Das ist heutzutage wirklich sehr selten der Fall, sondern meistens findet da irgendwas anderes im Kopf statt. Ja. Was ich noch mache, ist, dass ich kinesiologische Elemente in das Coaching einbaue. Das heißt, ich gucke am Anfang über einen kinesiologischen Muskeltest, welcher Stoffwechseltyp derjenige ist. Mhm. Und über diese Mechanik löse ich dann auch Blockaden, die sich einfach tief im Unterbewusstsein verankert haben. Ich arbeite auch mit Meditationen und verschiedenen anderen Übungen aus der somatischen Intelligenz, um einfach wirklich alles abdecken zu können und zu gucken, dass ich jeden, egal mit welcher Problematik, irgendwie erreiche. Wie ist deine Erfolgsquote oder das Kundenfeedback? Hast du da mal, ich sag mal, so eine Art Statistik oder sowas, die du für mich hast? Also der Erfolg ist immer da. Okay. Wirklich ausschließlich bei jedem Kunden. Die Frage ist halt immer, in welcher Geschwindigkeit der Kunde sein Ziel erreicht. Mhm. Und da ist zum einen der Kunde für sich selbst verantwortlich. Mhm. Es hängt aber auch viel davon ab, was so die Vergangenheit mit sich gebracht hat. Wenn jetzt jemand wirklich über Jahre verschiedenste Diäten macht und den Stoffwechsel schon total runtergewirtschaftet hat, dann dauert es natürlich erstmal, das wieder aufzubauen, den langsam wieder daran zu gewöhnen, mehr zu essen, langsam wieder daran zu gewöhnen, vielleicht auch weniger Sport zu machen, weil viele übertreiben es einfach total und diese Kombination aus zu wenig Essen und zu viel Sport ist einfach tödlich. Okay.
Und es kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wo der Kunde gerade herkommt. Wer jetzt wirklich richtiges Schwergewicht ist und sagt, ich möchte abnehmen, ich esse aber den ganzen Tag eigentlich nur Pommes und trinke 3 Liter Cola, da ist es super easy, in den ersten 4 Wochen 4, 5, 6 Kilo zu verlieren. Mhm. Und dann pendelt sich das langsam auf ein normales Maß ein. Und andere, die halt schon viel gemacht haben, viel probiert haben, brauchen einfach ein bisschen längeren Zeitraum. Okay. Das heißt jetzt so eben vom Idealfall bis zum Worst Case, was kann man da sagen? Wenn es wirklich gut läuft, stellen sich wann die ersten Erfolge an? Wenn es schlecht läuft, dauert es wie lange? Also ich hatte heute erst eine Kundin, die hatte nach den ersten 4 Wochen 5 Kilo weniger auf der Waage. Das ist super. Okay, ja. Das ist wirklich sensationell. Andere haben nach 4 Wochen 0 Veränderung, merken aber, dass sie deutlich mehr essen, dass sie sich viel besser fühlen, dass sie keine Beschwerden mehr haben, wie zum Beispiel Blähung oder irgendwas, Völlegefühl. Und das ist ja dann auch schon erstmal ein Gewinn, weil man sich besser fühlt, weil man mehr essen kann, weil man merkt, dass sich irgendwas verändert. Und meistens ist es dann so, dass man da nach 8 Wochen die ersten Veränderungen sieht. Aber erstmal ist ja Stillstand auch gut, wenn man andere Sachen verändert und sich irgendwas bewegt. Klar, Hauptsache man spürt eine Veränderung, ob das jetzt auf der Waage ist oder ob das einfach vom Wohlbefinden her ist, finde ich auch, ist erstmal sekundär. Genau. Ja. Was begeistert dich denn so an deiner Tätigkeit, an dem, was du tust? Also am meisten begeistert mich eigentlich die Veränderung, die ich bei den Menschen beobachten kann, weil ich wirklich gerade in den ersten Kennenlerngesprächen so viele Menschen sehe, die wirklich kurz vor der Verzweiflung stehen, die schon so viel probiert haben, die einfach nicht mehr wissen, was sie machen sollen, die schon total deprimiert sind und also so, wie sie mit mir sprechen, schon fast nah an der Depression, weil sie sagen, dass es so einfach keinen Spaß mehr macht und sie machen so viel und sie haben sich schon so verausgabt und alles probiert und das langt jetzt einfach und sie haben keinen Bock mehr und wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Und ich bin dann oft die letzte Hoffnung, was mir doch auch manchmal ein bisschen Angst macht, aber ich weiß ja eigentlich, dass es funktioniert insofern. Wollte ich gerade fragen, wenn jemand mit so einer Geschichte oder mit so einer Verzweiflung zu dir kommt, das ist natürlich auch ein immenser Druck, der auf dir lastet, oder? Ja, also gerade am Anfang, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, dachte ich schon, wow, wenn das jetzt alles stimmt, was die mir erzählt, dann weiß ich nicht, wie ich dir helfen soll. Ja. Aber es kommt einfach so viel noch an die Offenheit, ans Licht, was irgendwie vorher unbewusst passiert, was der Kunde dann auch nicht im ersten Gespräch sagt. Also es kann einfach nicht sein, dass jemand sich immer gesund ernährt und immer viel Sport macht und das funktioniert trotzdem nicht, weil irgendwo ist der Haken. Entweder ist es gesund falsch definiert oder der Sport, viel Sport ist ja auch für den einen 5-mal die Woche, für den anderen 2-mal die Woche. Also man muss da einfach mehr ins Detail gehen. Und ich sehe dann meistens schon nach kurzer Zeit, also schon nach den ersten Wochen, dass die Kunden auf einmal mit dem Strahlen reinkommen, dass die auf einmal Spaß am Sport haben, dass die keinen Stress mehr mit dem Thema Essen haben. Und wenn, dann gibt es immer nur noch so kleine Zwischenfälle, aber die Entwicklung insgesamt ist einfach total positiv und das macht mir total Spaß und ist ein Riesengewinn für mich. Das glaube ich dir, ja. Wenn du jetzt über dein Business an sich sprichst, du hast ja jetzt von den Coachings hast du jetzt gesprochen. Machst du nur reine Coachings oder hast du auch noch andere Produkte? Also worauf ich hinaus will, ist, wie verdienst du jetzt ganz konkret dein Geld? Geht das rein über 1:1 Coachings oder Gruppencoachings, Online-Kurse? Was hast du? Also ich habe da ziemlich viel im Angebot. Und zwar ist so das Eigentliche, womit ich auch angefangen habe, das sind die 1:1 Coachings, wobei da natürlich irgendwann die Zeit begrenzt ist. Und ich habe mir auch von Anfang an vorgenommen, nicht zu viele Kunden gleichzeitig zu coachen, um einfach jedem die volle Aufmerksamkeit schenken zu können. Ich möchte jeden Kunden wirklich individuell betreuen und ich möchte mich auch noch erinnern können, was habe ich mit dem besprochen und um was geht's bei dem in seiner Thematik. Das kann ich nicht, wenn ich 20 Kunden habe. Dazu habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der meine ganze Expertise aus den 1:1 Coachings eigentlich vereint. Und der Hintergrund war eigentlich der, dass ich viele Interessenten bei mir sitzen hatte, die gesagt haben, sie können sich das Coaching nicht leisten. Sie würden total gerne, aber es geht einfach nicht. Und dann dachte ich mir, das muss doch irgendwie möglich sein und habe
mich mit dem Thema Online beschäftigt und habe dann eben diesen vierwöchigen Online-Kurs entwickelt, der heißt Bauch über Kopf. Mhm. Und habe da sehr lange auch dran gesessen und gearbeitet und geschaut, wie ich die verschiedenen Inhalte aus den 1-zu-1-Coachings so verarbeiten kann, dass ich sie online einem breiten Publikum zur Verfügung stellen kann. Und das hat funktioniert und kommt auch sehr gut an und verbindet einfach verschiedene Übungen, auch zum Thema Bewusstsein, verschiedene Meditationen, aber auch Mentaltrainings miteinander. Und es gibt verschiedene Audiodateien, Videodateien, Anleitungen, aber auch viel Expertise rund um gesunde Ernährung. Und genau, das ist so ein zweiter Teil meines Einkommens. Ich bin auch noch Netzwerkpartner für ein Netzwerk namens Mobi Kids, was sich um Kinder und Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas kümmert. Netzwerkpartner heißt, dass ich für den Standort München zuständig bin und hier je nach Interessentenlage einfach verschiedene Kurse anbieten kann, die jeweils ein Jahr lang dauern und von den Krankenkassen gefördert werden. Das heißt, je mehr Jugendliche anfragen, umso mehr Gruppen eröffnen wir und möchten da einfach Familien unterstützen, die die Möglichkeit einfach nicht haben, sich so ein Coaching zu leisten, die aber auch mit ihren Kindern nicht mehr weiter wissen, weil sie auch vielleicht schon viel probiert haben, und denen geben wir einfach dann gutes, ausgebildetes Personal an die Hand und eine Gruppe, in denen sich die Kinder aufgehoben fühlen. Super, das ist cool. Das heißt, und gut betreut werden, psychologisch und ernährungswissenschaftlich. Cool, und sportlich natürlich auch. Das heißt, jeder, der, ich sag mal, etwas übergewichtige Kinder hat und da nicht mehr weiter weiß, der kann sich praktisch an Mobi Kids, also wie Mobi Dick, nur halt eben Mobi Kid, kann er sich wenden und wird da dann auch mitgeholfen. Super, das ist richtig. Genau, das ist ein deutschlandweites Netzwerk und es gibt an sehr vielen Standorten inzwischen Gruppen. Es ist leider so, dass die Krankenkassen da einfach eine Mindestgewicht sozusagen verlangen. Ja. Das heißt, es steht immer erstmal ein Besuch beim Arzt an und wenn das Gewicht noch nicht erreicht ist, müssen Begleiterscheinungen wie verschiedene Krankheiten, Diabetes, Bluthochdruck vorhanden sein, damit die Kasse das wirklich zahlt. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, das selber zu bezahlen für Familien, die sich das leisten können. Mhm. Ja, okay, top. Nein, das, also sowas finde ich wirklich cool, dass man da in der Richtung, dass du da was machst, weil ich meine, wenn ich Erwachsene sehe mit einem brutalen Übergewicht, da denke ich mir, ja, mein Gott, die sind schon groß, die wissen selber, was sie tun können oder dass sie vielleicht was tun können. Die haben dieses Bewusstsein, hoffentlich zumindest. Aber bei Kindern, die sind halt noch, ja, ich sag mal so unschuldig irgendwo. Die werden halt irgendwo reingeschubst. Die haben selber noch gar nicht diesen Überblick, was da gerade passiert. Und das, da blutet mir echt immer das Herz. Wenn ich wirklich dicke Kinder sehe, da denke ich mir auch, mein Gott, warum? Aber gut. Ja, mir geht's genauso. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Hintergrund, dass ich überwiegend Frauen helfe, ihr Bewusstsein wieder so ein bisschen zu schärfen und selber auch ein unbeschwertes Verhältnis zum, oder so ein unbeschwertes Essverhalten zu bekommen, damit sie das einfach an ihre Kinder weitergeben können. Weil jeder, der in seinem Kopf so ein Diätproblem hat, gibt das einfach zu 100% an seine Kinder weiter. Klar. Ich weiß nicht, wie oft ich höre, dass die Kinder nicht richtig essen und was mache ich denn und das mag kein Gemüse und was weiß ich. Einfach in Ruhe lassen. Mein Tipp. Einfach essen lassen, was sie essen wollen, und was sie nicht essen wollen, müssen sie nicht essen. Und man muss auch nicht den ganzen Tag über Essen dabei haben, und nur weil man mal 2 Stunden ins Schwimmbad fährt, braucht man nicht 3 Brotboxen voll mit Ausstattung, weil man könnte ja verhungern. Also das hat sich schon auch sehr gewandelt, dieses Verhalten. Und mir wäre es einfach unglaublich wichtig, möglichst vielen Frauen zu helfen, bevor sie ihre Kinder kriegen, damit die Kinder einfach auch entspannt aufwachsen dürfen. Ja. Und diese Körperintelligenz, die ich versuche, meinen Kunden wieder zurückzubringen, ist ja eigentlich angeboren. Das heißt, die Kinder haben die, wenn man sie nicht total in die eine oder andere Richtung drängt. Klar, das ist ja, wenn wir auch mal irgendwo in Gegenden reinschauen oder wenn wir uns, ich sage jetzt mal, eingeborenen Stämme irgendwo angucken, die wirklich noch ursprünglich leben, irgendwo im Regenwald in Südamerika oder so, die sind ja auch weder gnadenlos fett noch total abgemagert. Die sind halt alle in Anführungsstrichen normal gebaut. Das heißt, denen sagt ja auch keiner, du musst viel essen, du musst wenig essen. Ich glaube auch, das hat jeder von uns einfach drin. Das ist so in uns verankert. Dieses ganze Gewichtsproblem, egal ob Über- oder Untergewicht, was wir haben, das ist einfach homemade. Das haben wir uns selber gemacht. Genau, das stimmt.
Ja, also da drücke ich dir echt die Daumen, dass du da wirklich ganz viele für erreichst und ganz vielen damit helfen kannst, mit deinen Online-Kursen, auch mit den Coachings oder mit diesem Netzwerk, dass möglichst viele da wieder zu einem normalen Verhalten kommen. Das ist so wichtig. Absolut. Wie hast du es denn eigentlich letztendlich geschafft, deine Leidenschaft für diesen Bereich zu finden? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast gedacht, jupp, das mache ich jetzt? Oder war das ein schleichender Prozess, der irgendwie gekommen ist im Laufe der Jahre? Ach, das hat schon ziemlich lang gedauert. Also ich habe mit 15, glaube ich, selber meine erste Diät gemacht, weil ich mich nicht so toll fand. Mhm. Ich war auch bis dahin echt unsportlich und habe gern gegessen. Warst du rückblickend betrachtet wirklich übergewichtig oder warst du eigentlich eher normal mit 15? Ich war halt jugendlich pummelig, würde ich mal sagen. Okay, aber jetzt also nicht übermäßig dick? Nein. Okay. Also wenn ich einfach normal weitergewachsen wäre und mir keinen Stress gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich genau da, wo ich jetzt auch bin. Okay. Aber ich fand mich halt nicht wirklich schön. Mhm. Ich war unsportlich, was mir irgendwie auch nicht so gefallen hat. Und eines Tages habe ich dann angefangen, mir sämtliche Zeitschriften zu besorgen, in denen man irgendwas über Ernährungs- oder Fitnesstipps lesen konnte. Mhm. Und ich habe sie alle gleichzeitig umgesetzt. Oh je. Das heißt, ich habe wirklich nichts mehr gegessen. Mhm. Einmal am Tag gab es eine Portion Obstsalat. Mhm. Dann bin ich ungefähr 8-mal die Woche zum Sport gegangen, 2-mal zum Schwimmen. Ich habe angefangen, laufen zu gehen und das war echt hart, weil ich am Anfang keine 5 Minuten geschafft habe. Also es ist nicht so, dass ich der geborene Läufer bin, wie viele denken, die mich heute sehen. Also ich habe echt mit so 5 Minuten im Wald angefangen und habe mich dann erstmal hinsetzen müssen, weil ich einfach null Kondition hatte. Und ja, irgendwann konnte ich dann zuschauen, wie ich zugenommen habe, wenn ich Essen nur angeguckt habe, weil es natürlich klar ist, dass der Stoffwechsel dann nicht mitmacht, wenn man über Ewigkeiten, ich weiß gar nicht wie lang, nichts isst. Mhm, klar. Also es funktioniert halt einfach nicht. Ich war dann zwar schon irgendwann schick und schlank, weil diese Kombination wenig Essen, viel Sport bringt ja kurzfristig erstmal schon was. Mhm. Aber irgendwie bin ich dann auch älter geworden und dann kamen immer mehr Feste dazu und Feiern und wir sind weggegangen. Dann habe ich noch einen Job im Supermarkt gehabt und stand den ganzen Tag über Essen um mich. Das hat dann auch nicht mehr so hingehauen, dass ich nichts mehr esse. Später habe ich dann in der Gastronomie gearbeitet, wo natürlich noch mehr Essen um mich rum war. Mhm. Und so ist dieser Plan mit dem Nichts mehr essen nicht mehr aufgegangen. Und die Umkehr war dann, dass ich einfach mehr Sport gemacht habe. Ja. Irgendwann habe ich dann aber einen echten Job gehabt, wo dann so viel Sport einfach nicht mehr ging. Mhm. Das Essen war aber trotzdem da, weil es einfach 3 Mahlzeiten da gab. Also es wurde uns Frühstück gemacht, wir haben Mittagessen bekommen, das war alles super. Mhm. Aber war jetzt für meinen Kopf nicht unbedingt toll, weil ich mir echt bei jedem Bissen, den ich zu mir genommen habe, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt und das musste das dann irgendwie nach Feierabend wieder ausgleichen. Ja, und irgendwie sah ich dabei aber ja nie wirklich schlecht aus und ich glaube, nach außen hin dachte jeder, wow, die hat's voll drauf, die ist sportlich und die isst trotzdem, was sie will und sah vielleicht so aus, war aber überhaupt nicht so. Mhm. Und dann hat mich irgendwann eine Freundin gefragt, ob ich ihr nicht beim Abnehmen helfen könnte. Mhm. Ich habe mich natürlich voll gefreut und die war damals in Hamburg, ich in München und ich habe sie dann so über Skype und E-Mail gecoacht. Mhm. So wie ich das halt wusste und habe ihr das war gefährliches Halbwissen im Nachhinein, ehrlich gesagt, aber ich habe das ihr so weitergegeben, was ich so nach bestem Wissen und Gewissen. Und die hat tatsächlich abgenommen und was mich aber am meisten beeindruckt hat, war, dass sie einfach ein anderer Mensch geworden ist. Die ist lebenslustig geworden, die ist wieder gern aus dem Haus gegangen, die hat sich einfach wieder wohlgefühlt in ihrem Körper. Und da wusste ich, das gibt mir so viel, das möchte ich irgendwie mehreren Menschen mitgeben, dieses und auch für mich erleben, dass ich einfach anderen helfen kann auf ihrem Weg, weil ich selber an mir gesehen habe, dass es irgendwie funktioniert. Und das war so der Auslöser, dass ich wusste, okay, ich muss in die Richtung gehen. Und dann hast du im Endeffekt aus dem gefährlichen Halbwissen ein gutes Vollprofiwissen draus gemacht. Genau.
Ich habe dann verschiedene Ferncoachings, verschiedene Fernstudiengänge belegt, habe ein Studium zum Ernährungscoach gemacht, zum Personal Trainer, verschiedene Seminare belegt, zum Trainer für somatische Intelligenz, die kinesiologischen Seminare, Faszientrainer, also wirklich zig Ausbildungen. Und aber auch das hat sich dann mit der Zeit erst komplettiert. Also das war ja nicht von Anfang an so, dass ich wusste, das ist jetzt die Erfüllung. Also das an sich schon, aber das Konzept war noch lange nicht fertig und ich bin mir auch sicher, dass sich das von jetzt an auch noch weiterentwickelt. Wahrscheinlich. Also ich glaube, als Unternehmer bleibt man nie wirklich stehen irgendwo, indem man sagt, so, jetzt bin ich fertig, habe ich mein Ziel erreicht. Genau. Ja. Und so viele suchen aber irgendwie nach der Leidenschaft, die sie für sich umsetzen können und suchen da aber zu endgültig. Und ich glaube, das ist immer so das Problem, weil ich werde auch ganz oft gefragt, wie hast du denn das geschafft, dass du genau das gefunden hast, was dir so Spaß macht? Aber es war einfach nur das, was mir in dem Moment Spaß gemacht hat. Und es kann sein, dass das in 5 Jahren sich zu was ganz anderem entwickelt. Stress zum Beispiel ist so ein Thema, was immer mehr in den Fokus gerät, was ich mir auch total gut vorstellen kann, dass das irgendwann der Fokus ist, der im Mittelpunkt steht. Danke für den einen Satz, den du gerade auch gesagt hast. Das ist für mich wirklich Wasser auf meine Mühlen, weil dieser Punkt, meine Leidenschaft ist das, was mir jetzt im Moment Spaß macht. Das ist, weil ich weiß auch nicht, wie oft ich das schon wirklich zu anderen Leuten gesagt habe, wenn es irgendwie in Coachings war oder so. Genau das, was du gerade gesagt hast. Die Leute suchen eine Leidenschaft, wo die sagen, ich muss jetzt was finden, was ich die nächsten 100 Jahre geil finde. Wo ich jetzt, bis an mein Lebensende muss ich dafür brennen und haben dann aber selbst diese Blockade, sich für nichts zu entscheiden, weil die wissen ja nicht, was ist nächste Woche, was ist nächstes Jahr. Anstatt einfach mal zu sagen, hey, jetzt im Moment finde ich das Thema geil und könnte mir vorstellen, das ist was und einfach mal damit anzufangen. Genau. Ja, sehr schön. Danke. Und das einfach anfangen ist auch ein gutes Stichwort. Absolut, in allen Richtungen, egal ob Ernährung oder Business oder sonst was. Definitiv. Birgit, was war denn so bisher dein größter Fehler, den du mal als Unternehmer gemacht hast und wie ist es dazu gekommen? Mein größter Fehler hat sich eigentlich schon ziemlich am Anfang ereignet, meiner Selbstständigkeit. Ich habe nämlich nach einer Software gesucht, mit der ich die Ernährungsprotokolle von meinen Kunden auswerten kann. Damit ich denen einfach sagen kann, so und so schaut's aus, so viel Kohlenhydrate isst du, so viel Proteine, um einfach einen Überblick zu verschaffen. Und jetzt gab es aber keine Software und auch keine App, die so programmiert war, dass der Kunde was eingibt, aber nicht sieht, was das Ergebnis ist. Das heißt, es war immer dieser psychologische Effekt dabei, dass der Kunde sieht, jetzt habe ich zum Mittagessen schon 18 Gramm Fett, jetzt muss ich mal aufhören. Oh. Und genau das wollte ich nicht. Okay. Ich wollte einfach eine Software, wo der Kunde eingibt, ich habe einen Schnitzel gegessen, ich habe Pommes gegessen, ich habe das und das gegessen, ohne Bewertung, ohne Kalorien, ohne Fettangaben, ohne alles. Ja. Einfach nur ein Teller Nudeln. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, es programmieren zu lassen, um auch später dann diese Software oder diese App als White-Label-Version an Fitnessstudios oder andere Ernährungsberater zu verkaufen. Und da ich davor einfach sehr lange in Agenturen gearbeitet habe ich halt an Agenturen gedacht, die das umsetzen könnten. Und es war ziemlich teuer, es hat lang gedauert und so richtig gut ist es auch nicht geworden. Okay. Und so, es hat mich einfach eine Menge Lehrgeld gezahlt und ich glaube, heute würde ich das definitiv anders machen und ich werde es auch irgendwann nochmal anders machen mit irgendeinem Einzelkämpfer, der super programmieren kann, der sich seine Zeit selber einteilen kann, so wie ich jetzt einfach weiß, dass es für jedes Thema einen Experten gibt. Da brauche ich keine Agentur mit irgendwelchen starren Strukturen und genau. Absolut. Also das heißt, das Hauptlearning war im Endeffekt nicht Oldschool-Denken in Richtung, da brauche ich jetzt eine Agentur oder irgendwie eine große Firma, sondern einfach denken in der New Economy, so wegen, okay, es gibt Freelancer, wir sind weltweit vernetzt, es gibt Plattformen, da finde ich irgendwo jemanden, der das einfach gut kann und mit dem arbeite ich zusammen. Genau, also das war so das eine Hauptlearning, dass ich zu sehr in der alten Denkweise gefangen war. Und das andere Learning war aber auch, dass ich das einfach ein bisschen zu schnell entschieden habe und so hoppla hopp gesagt habe, ja super, schick mir mal ein Angebot, dann hole ich mir einen Kredit und dann mach das mal. Das war ein bisschen zu schnell.
Na gut, übereilig. Wichtig ist immer nur, finde ich. Jetzt denke ich ab und zu ein bisschen nach, bevor ich investiere. Ja, genau. Ich glaube, wichtig ist immer nur, dass man aus den Fehlern lernt. Man darf jeden Fehler, finde ich, machen. Ja, definitiv. Aber man muss halt einfach, wenn man merkt, okay, das Ding ist jetzt nicht so gut gelaufen, dann kurz reflektieren, was ist schief gelaufen und das einfach nicht wiederholen. Und dann ist ja schon alles gut. Genau. Sehe ich auch so. Top. Und genau das sage ich auch immer meinen Kunden, wenn sie dann wieder sagen, jetzt habe ich schon wieder das Falsche gegessen. Ich sage, ja, dann überleg dir doch mal, warum. Ja, genau, richtig. Ich esse jeden Tag immer nur eine kleine Portion Pommes mit Mayo und ich nehme trotzdem nicht ab. Ja, am geilsten finde ich, wenn ich die Leute dann sehe hier, wenn sie in Fastfood-Laden gehen, dann kaufen sie sich dann das super Maxi-Menü mit 27 Big Macs oder irgend so ein Scheiß drin. Und bestellen dann immer eine Cola Light dazu, weil dann ist weniger Zucker, ne? Wo ich mir denke, oh Gott. Ja, Wahnsinn. Da bringt die Cola Light auch nichts mehr, dann kannst du auch eine normale Cola dazu nehmen. Meine Lieblingskunden sind die, die sich Low Carb ernähren, es aber irgendwann nicht mehr aushalten und sich dann nachmittags einen Snickers reinhauen. Ist auch immer gut, finde ich. Ja, ist ja nur ein Snickers. Gibt es aber echt oft. Das glaube ich. Ja. Ich hatte mal eine... Bloß keinen Reis zum Mittagessen, aber dann Snickers. Ja, genau. Hat mal eine Freundin von mir, die ist auch extrem übergewichtig. Und das war halt so cool. Hat mir auch mal gesagt, von wegen, ja, halt mal so versucht zu analysieren, von wegen, ja, wie viel isst du denn, was isst du denn? Ja, ich ernähre mich super gesund und so weiter. Und da waren wir mal zusammen unterwegs, waren an einem Buffet. Und sie hat sich dann wirklich auch erstmal nur einen großen Salatteller geholt und dachte so, okay, scheint sich ja wirklich recht gesund zu ernähren und hat dann wirklich den Salatteller, hat sie ertränkt in so einem Ranch-Dressing, also hier so eine richtig fett- und zuckerhaltige Super-Dressing und ich habe erstmal nichts gesagt, habe sie halt machen lassen, dann hat sie den nächsten Salatteller nochmal das Ding ertränkt und hat wirklich fast so eine halbe Flasche von dem Dressing hat sie dann an einer Mahlzeit dann auch da drin verputzt und dann habe ich danach gesagt, du, weißt du eigentlich, was du dir gerade da, hast du mal drauf geguckt, was da drin ist? Nee, wieso, wo? Ich sehe ja im Dressing. Ja, aber ich esse doch Salat. Ich so, ja schon, aber du isst sozusagen Salat mit mega Schokosoße gerade von den Nährwerten her. Und das hat dir auch erstmal die Augen geöffnet. Manchmal hilft es einfach, die Augen aufzumachen. Absolut, ja. Cool. Birgit, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem Wort oder einem Satz zu antworten, okay? Mhm. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Angst. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Dass ich eher die Dinge bereuen werde, die ich nicht tue, als die Dinge, die ich tue. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Ich probiere einfach aus und mache und lerne aus Fehlern. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ich habe manchmal zu viele Ideen und mir fehlt dann der Fokus. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Ich würde sagen, mit allem, was aus der Natur kommt. Sei es jetzt Essen, Gewitter oder auch das Meer. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Der Schritt, erstmal überhaupt in die Selbstständigkeit zu gehen. Mit welcher Person, egal ob Leben, Tod oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und über welches Thema würdest du reden wollen? Oh, das ist schön. Ich würde sehr gerne mal mit unserer Ernährungsministerin Julia Klöckner reden über die Ernährung in Kitas, Kindergärten und Schulen. Bringt doch eh nichts, weil die ist ja in 4 Jahren sowieso schon wieder weg. Und dann ändert sich. Dann hole ich mir die nächste. Ja. Aber ich weiß, was du meinst und wäre schön, ja. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Meine Zeit frei einteilen zu können und dabei anderen Menschen noch Mehrwert bieten zu können. Welche Internet-Resource, also irgendeine Software, eine App oder was auch immer, hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Google auf jeden Fall, weil ich da alles finde, aber auch alles teilen kann über Google Drive. Ich kann mich verkaufen über Google AdWords, also Google. Okay. Welches Buch liest du aktuell? Hast du das letztes gelesen? Worum geht's darin und kannst du es empfehlen? Also jetzt lese ich gerade ein englisches Buch, das heißt Eat Up
Und es geht natürlich um Essen und darum, dass man alles essen soll, auf was man Lust hat. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Abschluss noch zwei recht persönliche Fragen. Und zwar die eine lautet, was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Das hat wieder mit meiner Arbeit zu tun. Und zwar würde ich mich einfach sehr gerne dafür einsetzen, dass man in Kitas und Kindergärten bewusst mit dem Thema Zucker umgeht. Ich habe selber zwei kleine Kinder und ich finde es einfach furchtbar, was es da teilweise für Geschichten gibt, die man erlebt. Ja, das glaube ich. Die extra Portion Milch, sage ich nur, ne? Und sowas. Ja, genau. Ja. Super. Ja, Wir müssen mehr Saft trinken, das ist gesund. Genau, dann wird die Capri-Sonne rausgeholt, ne? Genau. Ja, erschreckend. Also da drücke ich dir beide Daumen und zwar so fest, dass die schon blutleer werden. Danke. Dass du da weiterkommst, das wäre cool. Birgit, als letzte Frage, welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Also einmal auf jeden Fall nicht so lange nach der Superlösung suchen, sondern einfach mal machen. Davon hatten wir es ja vorhin schon. An Fehlern nicht verzweifeln, sondern einfach daraus lernen. Und dann gibt's noch so einen schönen Spruch, der mich eigentlich schon lange begleitet. Wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, dann mach Limonade draus. Und das ohne Zucker am besten noch. Natürlich. Genau. Sehr cool. Coole Tipps, ja. Sollte man auf jeden Fall beherzigen. Ist wieder auch echt sehr viel Weisheit mit drin. Richtig cool. Birgit, vielen Dank für dein Info. Es hat echt einen riesen Spaß gemacht, hier dieses Gespräch mit dir. Ein sehr wichtiges Thema, was du drin hast und ein Thema, was, glaube ich, auch unheimlich den Zahn der Zeit trifft, weil gerade dieses Thema bewusster Umgang mit Essen echt ein Ding ist. Und ich glaube, jeder, der mal ganz ehrlich in sich selbst reinhört und sich selbst die Frage stellt, diese Fragen, die du gerade gestellt hast, wann habe ich das letzte Mal Hunger gespürt? Also ich meine nicht Appetit, sondern wann war ich wirklich mal hungrig? Und wann habe ich das letzte Mal wirklich bewusst gegessen, um zu spüren, wie schmeckt eben der Apfel, in den man reinbeißt oder die Banane oder von mir jetzt auch das Steak oder so? Eben dieses sich bewusst werden, dass man gerade isst und was man gerade isst, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Dank dir dafür auf jeden Fall sehr. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können. Also mein wichtigster Tipp für alle ist, einfach öfter mal aufs Bauchgefühl hören. Mhm. Und mich erreicht ihr über die Website happiness-münchen.de. Mhm. Und gerne darf auch jeder Podcast-Hörer an meinem Online-Kurs Bauch über Kopf teilnehmen und erhält über einen Gutscheincode 5% Rabatt. Tom's Talkline. Das ist perfekt. Super. Das notiere ich mir direkt noch mit. Also Tom's Talktime als Code und 5% auf die Online-Kurse. Perfekt. Vielen Dank dafür. Das verlinken wir natürlich mit in den Shownotes. Und Podcast Nation. Und Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Nummer 558 oder den Namen Birgit Engert in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Und wenn dich das Thema anspricht und du selber merkst, jawohl, ich bin mit meinem Gewicht irgendwie nicht zufrieden, da könnte ein bisschen mehr oder auch ein bisschen weniger gerne auf der Waage stehen, dann wäre das vielleicht nicht schlecht, wenn du dir einfach die Website von Birgit mal anschaust, dir in den Online-Kurs mal reinguckst oder den Podcast einfach mal anhörst. Und wenn du dir den Podcast anhörst, dann gib ihr bitte auch eine Rezension. Das kann ich nicht oft genug sagen, gerade wenn ich Podcast-Hörer, Podcast-Kollegen mit im Podcast drin habe. Geh bitte auch hin, hör dir einen Podcast, schreib dir eine ehrliche Rezension über 5 Sterne. Freut man sich natürlich am meisten. Das ist ganz klar. Also nochmal, Birgit, bei dir vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns deine Erfahrung, dein Wissen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ja, sehr gerne. Hat super Spaß gemacht und dir auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne, cool. Hat mich gefreut. Danke, dass du hier warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast-Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz. podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.